Ja, man muss früh aufstehen. Also um 5 Uhr aufstehen, einheizen, dann alles herrichten fürs Kasen, fürs Buttermachen, fürs Möchen. Dann hole ich die Kühe und dann wird gemolken. Dann ja, wird Kast, Butter gemacht, Kuchen gemacht, alles für die Außen herkriegt. Also es ist eigentlich ein sehr, ja nicht stressiger Tag oft, aber man hat immer was zu tun. Wir finden immer was zu tun. Da muss man wieder Holz machen und alles Mögliche. Also bei uns werden die Viecher jeden Tag gezählt. Ja. Es ist ein recht überschaubares Gebiet, deshalb ist es trotzdem nicht so einfach, die Zählerei. Aber der Raster ist relativ eng, wenn jeden Tag nachgeschaut wird. Und wenn man jeden Tag alle beieinander hat, hat man relativ wenig Verluste. Ja. Und ich bin jetzt das 10. Jahr hier oben und wir haben Gott sei Dank nur 2 Verluste gehabt. Ich schaue mir den Zaun an, gebe ihnen ein Salz, das was eh an und für sich üblich ist. Ja. Also für mich persönlich, wie gesagt, ist die größte Herausforderung dann immer wieder die Kälberei, nicht? Und 10, 15, das ist schon ganz schön, da hat man da schon zu tun. Ja, so richtig so einen Almalltag gibt es nicht wirklich. Es gibt in der Früh ein paar Eckpunkte, die der Moritz und ich, wir sind ein eingespieltes Team, eben einhalten. Oder wie gesagt, er tut Kirmöcher und Garsten und ich fange in der Küche als erstes an mit dem Topfenstrudel, weil der braucht seine Zeit und dann ist eben die Verarbeitung und Vorbereitung, wann die Gäste kommen, und dann ist sowieso jeden Tag anders. Es kommt darauf an, wie viele Leute das kommen, ob es regnet, ob die Sonne scheint. Ja. Und am Abend ist es halt wieder dasselbe, dass wir vorbereiten und dann mal jetzt der Kühe und Gas machen. Und, ja. Und dann wird es halt manchmal 11, 12 Uhr und ein anderes Mal geht man jetzt halt ins Bett. Wir stehen um 3:30 Uhr zum Morgenzau. Nachher gehen wir in den Stall. Malchen 84 Kühe. Es sind ungefähr 4 Malcher mit 7 Gehängen. Also ich bin der Hirt und der Beihirt. Und nachher fahren wir mit den Kühen. Das heisst fahren, das kennen nicht alle. Fahren heisst ungefähr 3 Stunden und eine halbe circa. Ist ja Wetter so wie heute, passt das gut mit Fahren. Aber ist schlechtes Wetter, ja, muss schon mal um die Hütte bleiben, ein bisschen ruhen. Meistens am Abend nachher um 5 Uhr fangen wir an sammeln. Dann sind wir um 6 Uhr, fahren wir in den Stall. Und nachher geht es weiter, wieder melken. Und dann melken wir nachher noch einmal ungefähr bis 9 Uhr am Abend. Und nachher kriegen wir einmal etwas Warmes zum Essen. Also morgens um 4:30 gehen wir Kühe holen. Dann wird gemolken. Danach geht es in die Käserei. Also nur eine kurze Frühstückspause zwischendrin. Dann geht es in die Käserei bis mittags so um ja, 12:30 Uhr. Gibt es Mittagessen, ein bisschen Mittagspause. Und nachmittags um 4 gehen wir wieder Kühe holen, melken. Und dann ist Feierabend.